Viel wird über den Internetcomputer ICP gerade diskutiert. Ein starker Start im Bullenmarkt, dann die Abverkäufe und jetzt über in den Bärenmarkt. Ich habe einige Kommentare von euch zu ICP auf Twitter erhalten. ICP aus und vorbei oder steckt mehr dahinter als nur der Token? Für mich war ICP bisher eines der kompliziertesten Netzwerke bezogen auf den Aufbau und die Technologien. Daher teile ich das ICP-Video in zwei Teile auf. Über die zwei Videos erfährst du dann mehr über das, was sich da im Hintergrund tut. Hast du dich schon mal gefragt, wie das Internet funktioniert? Unser heutiges Internet besteht, vereinfacht ausgedrückt, aus einem Netzwerk von Servern, die über Kabel miteinander verbunden sind. Server sind Riesencomputer, die ihre Kapazitäten für andere Rechner zur Verfügung stellen. Ganze Serverfarmen einzelner Großkonzerne wie Amazon Web Services stehen in Rechenzentren. Dann gibt's noch die Endgeräte wie dein PC oder dein Handy. Die greifen über einen Router auf ein Serversystem zu. Die einzelnen Rechner müssen im Internet eine gemeinsame Sprache sprechen. Sie kommunizieren über 500 verschiedene Protokolle, die TCP/IP-Protokollfamilie. Diese Protokollfamilie unterstützt sämtliche Dienstleistungen, um das Internet zu nutzen. Eine der bekanntesten Dienstleistungen im Internet ist das World Wide Web. Das World Wide Web besteht aus all den Webseiten. Webseiten, die du täglich über deinen Browser, wie zum Beispiel Google Chrome, aufrufst. Mittlerweile gibt es über 1,88 Milliarden Webseiten. Krass, oder? Doch wem gehört das Internet? Das Internet kann theoretisch niemand ausknipsen. Das gehört also niemandem. Theoretisch. Doch praktisch, wenn du als Nutzer im Web surfen willst. Angenommen, du gehst auf www.youtube.de, suchst nach Miss Crypto und schaust dieses Video hier. Irgendwo kommt die Rechenleistung her, damit du jetzt online schauen kannst. All die Inhalte für diese Webseite sind irgendwo auf einem Server gespeichert. Streamingdienste wie YouTube greifen teilweise auf Content-Delivery-Lösungen zurück, damit viele Nutzer gleichzeitig schauen können. Dabei wird die ganze Bandbreite auf eine Reihe mehrerer Server verteilt, sodass weniger Druck auf die einzelnen Zugangspunkte ausgeübt wird. Quasi eine horizontale Skalierungslösung in der traditionellen IT-Welt. Völlig egal jetzt, von welchem Server du gerade zugreifst. Offensichtlich gehört dir dieser Server nicht. Der Server gehört einem Dienstleister. Und dieser Dienstleister vermietet zum Beispiel seinen Speicherplatz, wofür er Geld bekommt. Jetzt lass das mal in dir sacken. Das Internet gehört in der Theorie jedem, doch ohne zentralisierte IT-Infrastruktur kannst du das Internet ja gar nicht nutzen. Gehört es dir praktisch dann? ICP möchte unser Internet mit Hilfe eines neuartigen globalen Computersystems zu seinen offenen Wurzeln zurückführen. Vom typischen Internet-Surfen via Webbrowser, Verarbeiten und Speichern von Datenmengen, alles wird 100% auf die dezentrale Technologie, die Blockchain, gebracht. Wie soll das funktionieren? Werfen wir zunächst einen Blick auf die neue IT-Infrastruktur. Das Fundament bilden Rechenzentren, auf Englisch Data Centers. Das sind jedoch anstatt einzelner großer IT-Konzerne, wie zum Beispiel von Amazon Web Services und Co., unabhängige Rechenzentren mit verschiedenen Knotenbetreibern. Die Nodes, die Knoten der Betreiber, werden in Grüppchen, sogenannte Subnetze unterteilt. Das Prinzip von Subnets als Skalierungslösung kennst du auch von anderen Projekten wie Polkadot, Avalanche oder Cosmos. Auch das Constellation-Netzwerk bietet mit seinen State-Channels eine spezielle Microservice-Struktur an. Microservices bedeutet, dass große Datenmengen lieber auf einzelne Dienste, in diesem Fall unter den Subnets, aufgeteilt werden. Die Informatik hat die Idee aus unserer Zivilisation geklaut. Denk doch mal an unsere Wirtschaft. Da ist der eine vom Beruf Informatiker, der andere ist Landwirt, der andere ist Architekt und so weiter. Der Architekt muss keine Software installieren können, er tauscht sich dafür mit einem professionellen ITler aus. Der ITler muss kein Haus planen können, dafür beauftragt er einen Architekten. Weil jeder von uns sich auf eine Aufgabe spezialisiert hat und diese auch gut beherrscht, kann die gesamte Bevölkerung viel mehr Wirtschaftsleistung zur Verfügung stellen. Deswegen wurde aus dem Selbstversorger, der alles mehr oder weniger gut machen musste, ein Fachidiot, der nur das macht, was er am besten kann. Zurück zum Internetcomputer.
Die Subnets auf ICP betreiben viele dosenförmige Kanister. Das sind nichts anderes als neuartige Smart Contracts. Die Dosen sind gefüllt mit unterschiedlichen Recheneinheiten. Informationen aus D-Apps, Daten, Werte. Entwickler, und jetzt kommt's, aber auch ein normaler Nutzer wie du und ich, können direkt mit dem Inhalt aus der Dose interagieren. Wir können zum Beispiel eine Dose mit Inhalt befüllen oder den Inhalt von der Dose direkt im Browser wie eine reguläre Webseite öffnen. Diese Dosen, die Kanister, sind interoperabel. Die Subnetze stehen miteinander im nahtlosen Austausch. Die Cola aus dem roten Subnet kann zum Beispiel mit der Limo-Dose aus dem gelben Subnet kommunizieren. Diese Schlüsselfähigkeit bei ICP nennt sich Chain Key Kryptographie. So viel zur Infrastruktur. Zusätzlich dazu, dem Internet 3.0, soll ICP zahlreiche neue Internetdienstleistungen, sogenannte Web3-Anwendungen, ermöglichen. Um Web3 zu verstehen, schauen wir uns die Geschichte der Webentwicklung an. Web 1.0. In den 90ern, als das Internet so langsam populär wurde, konntest du auf eine Webseite wie einen Kleidershop gehen und Infos über Modeartikel lesen. Du konntest das World Wide Web nur passiv nutzen. Mit dem Web 2.0 kamen Social Media Plattformen wie Facebook und Co. auf. Du konntest dich bei so einer Plattform anmelden, aktiv Inhalte hochladen, Leuten eine E-Mail schreiben. Das ist das Internet, wie du es heute kennst. Web 3.0 beschreibt jetzt die nächste Stufe. Internetnutzer werden zu Besitzern ihrer Daten und verwalten das Internet mitsamt all der Plattformen und Dienstleistungen. Dazu schließen sich die unabhängigen Nutzer weltweit zu Gemeinschaften zusammen, sogenannte DAOs, dezentrale autonome Organisationen. Wie setzt ICP Web3 bereits um? Bisher bauen 77 Projekte auf dem Internetcomputer auf. Die Frage, wie diese Projekte ICP verwenden, lässt sich beantworten. ICP bietet als Basis-Blockchain ein gesamtes Ökosystem, auf dem alles Gängige aus dem Kryptobereich laufen kann, DeFi, NFT, Metaverse zum Beispiel. Zusätzlich kann jede Anwendung, die du aus dem heutigen Internet Web 2 kennst, auf das neue ICP-Internet, das Web 3, übertragen werden. Wie können wir uns das konkret vorstellen? Beginnen wir bei Social-Media-Plattformen. Reddit ist eine der meistbesuchtesten Webseiten auf der Welt, wo Nutzer Beiträge wie Texte oder Videos teilen und andere Nutzer kommentieren oder bewerten können. Das ist eine Web2-Plattform mit unzähligen Unterwebseiten, voll von Inhalten, Daten, Informationen. Diese Plattform gehört Reddit Incorporated. Einer der Hauptaktionäre scheint wohl der Medienkonzern zu sein, Advance. Bis 2019 noch auf der Forbes-Liste war Advance auf Platz 221 unter den größten privat geführten Unternehmen in den USA. Aktionären wie Advance gehört ein Teil vom Unternehmen. Reddit gehört nicht seinen Nutzern. Auf ICP heißt die dezentrale Variante DSCVR. Hat bereits über 140.000 Nutzer, die sich über einen Internetbrowser per Internetidentität einloggen. Wie du hier siehst, sieht gar nicht so anders aus, als du es gewohnt bist. DSCVR gehört Web3 seinen Nutzern. Dann WhatsApp, der Messenger-Dienst, gehört neben Insta und Facebook zum Konzern Meta. Meta machte 2021 über 118 Milliarden Dollar Umsatz. Die dezentrale Messenger-Variante auf ICP heißt OpenChat. OpenChat bringt Echtzeit-Nachrichten von aktuell über 40.000 Nutzern auf die ICP-Blockchain. Jeder deiner Daten landet in deinem eigenen Kanister. Jeder Gruppenchat hat seinen eigenen Kanister. Bald wird eine OpenChat-DAO-Community mit einem eigenen Chat-Token den Messenger verwalten. Dann E-Mail. Welchen von diesen Freemail-Anbietern hast du? Web3 hast du vielleicht GMX? Gmail? Ich habe mal nachgeschaut. Über 4 Milliarden Menschen haben einen E-Mail-Account. Bis 2025 sollen es mehr als 4,5 Milliarden sein. Das heißt, 97% der Menschen in Norwegen haben eine E-Mail-Adresse. Die Gmail gehört Google, Outlook gehört zu Microsoft. Und damit gehören auch sämtliche Daten von all diesen Webseiten im Grunde nicht dir. Die E-Mail-Anbieter machen Geld mit deinen Daten.
durch zielgerichtete Werbung und Marketingkampagnen. 77% von B2B-Unternehmen nutzen das Prinzip von Newslettern über die E-Mail. Auf ICP heißt die dezentrale E-Mail-Variante D-Mail. D-Mail war 2021 der ICP Hackathon-Gewinner. Das Projekt wurde in einer ersten Finanzierungsrunde mit 10 Millionen Dollar bewertet. Die Plattform bietet neben der Funktion E-Mail weitere Dienste wie Datenspeicher oder Zugriff auf digitale Vermögenswerte an. Wie bei Gmail und Co. können die Nutzer Nachrichten senden und empfangen, nur eben verschlüsselt und auf Basis von Blockchain-Technologie. Deine D-Mail-Adresse gehört nicht Google oder Microsoft, nein, sie gehört dir. Jede Adresse entspricht dabei einem NFT, einem nicht austauschbaren Vermögenswert. Dann District, eine weitere soziale Plattform, wo Nutzer sich folgen und austauschen können. Ähnelt für mich am ehesten der Plattform von Twitter. Und dass Twitter für 44 Milliarden Dollar von Elon Musk übernommen wurde, das sorgte in den letzten Monaten für einige Schlagzeilen. Bedenken wurden laut, dass Musk die Meinung anderer Nutzer zu stark ausnutzen könnte. Wie sehr die Meinungsbildung zentralisiert wird, das würde jedoch an dieser Stelle zu weit führen. Gehen wir über zu Infrastrukturprojekten. Traditionell gibt es zentralisierte Infrastrukturdienstleister, zum Beispiel Amazon Web Services oder Google. Das sind beides Cloud-Dienstleister, die das Speichern von Daten über Clouds ermöglichen. Auf ICP gibt es dagegen dezentrale Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel das Tool Fleek. Mit Fleek können Webseiten und Apps auf zugrunde liegenden Protokollen wie ICP, aber auch Ethereum oder Filecoin erstellt werden. Bereits über 1000 Webseiten werden dezentral betrieben. Und als letztes Beispiel, ICP bietet raffinierte DeFi-Funktionen an. Im Dezember gab ICP bekannt, direkt das Bitcoin-Netzwerk zu integrieren, ohne eine zusätzliche Brücke, die anfällig für Hacker wäre. ICP nimmt dabei die Rolle einer Second-Layer-Lösung für Bitcoin ein. Second-Layer vom Prinzip ähnlich wie Polygon für Ethereum. Mit dieser Funktion wird Bitcoin kodiert und kann damit für DeFi und Web3-Anwendungen genutzt werden. Erinnere dich, das Bitcoin-Netzwerk selbst hat keine Smart-Contract-Funktion, wie beispielsweise das Ethereum-Netzwerk, sodass auf dem Bitcoin-Netzwerk keine D-Apps erstellt werden können. Mit der Integration ändert sich das. Die einzelnen Kanister von ICP halten den Doseninhalt Bitcoin direkt im Bitcoin-Netzwerk. Bitcoin-Smart-Contracts können damit direkt ausgeführt werden, Bitcoin-Adressen erstellt werden oder Bitcoin direkt auf dem Bitcoin-Ledger hin und her geschickt werden. Daneben wird ICP noch eine erweiterte Version von RepBitcoin, das ist ein repräsentativer Bitcoin-Token, nicht das Original, anbieten. Dieser Token heißt bei ICP Chain Key Bitcoin. Damit kannst du Bitcoin mit der Geschwindigkeit von ICP innerhalb von Sekunden überweisen und zahlst nicht die Kosten, wenn du BTC direkt über das BTC-Netzwerk verschickst. Mehr zum Thema DeFi, DEX, Lending und Yield Farming findest du in meinem DeFi-Video. . 2016 wurde ICP vom Kryptotheoretiker und Serienunternehmer Dominic Williams ins Leben gerufen. Das Projekt wurde über 4 Jahre stufenweise eingeführt. Dezember 2020 wurde das Alpha-Hauptnetz gestartet. Williams gilt als Erfinder vieler Kryptotechniken. Vor ICP arbeitete er als CTO für String Labs, ein Projekt, welches Kryptoprojekte in der Frühphase unterstützte. Außerdem entwickelte er Fight My Monster, ein Online-Spiel für Kinder für Millionen von Nutzern. Für ICP gründete Williams die gemeinnützige Definity Foundation, bei der er heute oberster wissenschaftlicher Leiter ist. Die Definity Foundation ist eine gemeinnützige Organisation aus der Schweiz. Sie hat sich Blockchains größte Forscher- und Entwicklungsabteilung mit Research Center nach Zürich und San Francisco geholt. Über 270 Mitglieder aus der ganzen Welt, darunter Weltklasse-Kryptografen und Programmierer, tragen zum ICP-Projekt bei. Über 1500 wissenschaftliche Artikel, über 86.000 Mal akademische Arbeiten zitiert, knapp 200 Patente im Bereich Blockchain und Krypto. Es würde zu weit führen, all die Lebensläufe der Experten zu nennen. Beispielhaft nenne ich dir den CTO Jan Kamenisch, der 19 Jahre lang die Forschungsabteilung im Bereich Kryptographie bei IBM leitete.
oder der COO Josh Drake, der vorher bei Coinbase gearbeitet hat, oder die Marketing-Expertin Eva Oberholzer, die für Unternehmen wie PwC tätig war. Eva war vor ICP Mitglied im Direktorenboard bei der Cardano Foundation und hat dort das Community Management vorangetrieben. Wir kommen zur Finanzierung. Bereits vor 2021 sorgte das Projekt für Aufsehen bei den Investoren. Die bullische Phase und damit Erwartungshaltung vieler Anleger im Jahr 2017-2018 kam ICP zugute. Insgesamt holte Definity 121 Millionen Dollar. Eine stolze Summe. Damit wurde für ICP nach Polkadot mit 144 Millionen Dollar die zweitgrößte Summe für ein Kryptoprojekt im Vorfeld eingesammelt. Ich habe dir hier mal die wichtigsten Investoren eingeblendet. Polychain Capital investierte zum Beispiel oder Andreessen Horowitz. Dessen Firma wird mit A16Z abgekürzt, ganz links oben. Horowitz hatte bereits in bekannte Projekte wie Twitter, Coinbase oder OpenSea investiert. Das Risikokapital wurde über mehrere Runden eingesammelt. Februar 2017 war die erste Vorfinanzierungsrunde. Das war eine Seed Round, ein Crowd Sale. Per Tweet wurde auf den Crowd Sale aufmerksam gemacht. Das war also in dem Sinne kein klassisches ICO, wie es momentan üblich ist. Stattdessen gab es Anreize für die Investoren in der Zukunft. Unter anderem bekamen diese Teilnehmer 25% der Tokens beim Mainnet Start. Insgesamt machten 370 Teilnehmer mit. Cooles Fun Fact am Rande: rund 16 Millionen US-Dollar wurden dabei eingesammelt. Die Foundation schmiss angeblich das Geld in Bitcoin und ETH und verkaufte im Bullrun, machte aus 16 Millionen 40 Millionen US-Dollar. 2018 im Januar war die zweite Vorfinanzierungsrunde. Das war ein strategischer Verkauf für die Risikokapitalgeber. Dabei wurden 20 Millionen Dollar eingesammelt. Im August 2018 war die dritte Vorfinanzierungsrunde. Das war ein Privatverkauf. Es machten dabei 110 Teilnehmer mit, vor allem wieder Horowitz und Polychain Capital. Der Verkauf brachte rund 97 Millionen US-Dollar ein. Im Mai 2018 gab es einen Airdrop. Dabei machten über 50.000 Teilnehmer mit. 0,8% der Tokens wurden dabei im Gegenwert von 35 Millionen US-Dollar verteilt. Übrigens, auf GitHub landete ICP im November gemessen an GitHub Commits auf Platz 1. Commits zeichnen vereinfacht Änderungen von Daten auf, die bearbeitet wurden. Viele Commits deuten auf eine höhere Entwickleraktivität hin. Ansonsten ist die Community über die sozialen Plattformen ziemlich stark vertreten. Über 27.000 auf Reddit, über 635.000 auf Twitter. Ich musste das mal neugierig vergleichen. Damit hat Definity mehr Follower auf Twitter als Algorand oder Cosmos, wenn auch weniger als Polkadot oder Cardano. So, das war's mit Teil 1 von ICP. Im Teil 2, im nächsten Teil, erfährst du alles rund um den ICP-Token, Staking, Kursverlauf und vieles, vieles mehr.